Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLoos und begrüße euch zu meinem Video. Das hier ist das letzte Video zum Evolution Cup, da ich hier noch halt gedroppt bin. Das war halt wieder so eine Sache, wir sind ins Timeout gekommen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das letzte Spiel hätte gewinnen können oder nicht. Hätte sich dann gezeigt, aber es stört mich halt einfach. Wir haben wieder Setup gemacht, die Zeit lief schon. Zwischendrin kamen dann die Judges rein. Timeout will be soon, so, wo ich mir gedacht habe, warum unterbrecht ihr uns, wenn es doch eh bald soweit ist. Und dann sind wir halt ins Timeout gekommen. Es ist halt einfach hardcore nervig. Es war ein 1-1-1. Und ja, danach hat es halt keinen Sinn mehr, so lange wie es halt gedauert hat, bis die Runden anfangen. Ich hätte eh nichts mehr gewinnen können und habe dann lieber noch ein bisschen über Discord gespielt, was halt schneller ging. Zu den Spielen selber. Ich muss ehrlich sagen, Lilith Mon Loop hatte ich, oder kenne ich in der Theorie, ich habe noch nie dagegen gespielt. Da halt alle Leute, die ich kenne, gegen die ich immer sonst spiele, dieses Deck A entweder nicht gespielt haben oder B es halt nicht zusammen hat, weil Lilithmon echt arschteuer ist. Und dementsprechend war ich da auch so ein bisschen gespannt drauf, vor allen Dingen, weil man halt erst gemerkt hat, dass es Lilith Loop ist. Naja, wenn der Loop sozusagen schon da war. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne ein Like oder auch einen Kommentar da und natürlich gerne auch ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr sehen möchtet. Wie immer, erst die Matches, dann das Fazit. So, wir machen hier noch unser Setup bzw. Würfeln. Und ich fange an, habe den Roll gewonnen. Digitiere in einen Demi-Devimon. Und für 1 in einen Meramon. Guter erster Zug von oben. Er hat diesen kleinen Marshmallow, der Retaliation gibt, wenn man 10 oder weniger am Trash hat. 10 oder mehr am Trash da. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier das erste Mal gegen das Lilithmon Deck gespielt. Und habe es am Anfang gar nicht gemerkt, was es ist. Er spielt halt den Aiba. Und damit weiß ich halt jetzt, dass wir in einer deutlich besseren Position sind. Er konnte nicht hoch digitieren. Oder er hat halt gar nichts digitieren können. Wir gehen auf Black Vogramon. Geben unseren Gegner mit 2 ab. Und er spielt für 6 einen Devimon Blocker. Wir hatchen noch einen Gigimon. Das wird zu einem Candlemon. Nutzen den Digiburst, dann ist das Demi-Devimon wieder. Und digitieren dann auf Chaos Gallantmon. Zerstören das Demi-Devimon. Holen uns mit dem Effekt wieder, zerstören das gegnerische Devimon. Und jetzt haben wir einfach eine super Position. Digitieren unten noch für 1 und dann Devimon Blocker, geben mit 1 ab und unser Gegner steht wirklich quasi nackt da. Er spielt einen Meramon aus, gibt uns damit 4 Memory. Wir raisen. Wir können jetzt einfach unser Feld komplett aufbauen. Greifen mit Devimon an, kriegen ein Memory. Stirbt gegen Sport Defeat, das kommt wieder. Und das hat auch etwas, was ich mag. Einfach nur mit den Rookies angreifen, wenn sie sterben, kommen sie eh wieder. Digitieren für 2 einen Sky Meramon. Und spielen für 2 noch einen Mat, um unseren Gegner wieder auf 1 zu setzen. Gegner digitiert aufs Ultra-Level Lady Devimon. Hier wird es ein bisschen gefährlich. Mit den Option-Cards kann er nämlich jedes Mal unser Level 3 Digimon besiegen. Dafür die Digitation erst einziehen, dann zieht er 2 so für den Effekt, muss 2 abwerfen. Und dann nutzt er halt noch den Aiba, um noch eine zusätzliche Karte zu ziehen. Alles recht gut also. Wir hätten schon noch ein Gigimon. Digitieren auf Tapiamon. Machen aus dem Sky Meramon noch ein Chaos Gallantmon für 4. Zerstören unser Demi Devimon, zerstören unser Lady Devimon. Jetzt procken beide Effekte der Chaos Gallantmons. Wir haben aber trotzdem nur einen Rookie im Trash, deswegen können wir nur 1 holen. Kriegen durch den Mat noch Memory, geben mit 1 ab. Das ist auf jeden Fall verdammt gut. Wir können jetzt richtig Druck aufbauen. Unser Gegner hat einen Rookie. Indem wir halt jede Runde 2 Rookies quasi angreifen lassen, können die können sterben und wir kriegen dann, naja, die Rookies wieder. Für 1 geht er auf den auf Devimon. Und ich finde schon, allein diese Kombo mit den Gallantmons macht einfach ordentlich Druck. Wird noch ein Black Vogramon ausgespielt. Wir verlieren zwar jetzt Memory immer, aber gibt glaube ich Schlimmeres. Vor allem können wir unsere Gegner damit auch noch so ein bisschen, naja, das Memory besser kontrollieren eigentlich. Wir greifen mit Tapiamon an, verlieren ein Memory.
trifft auf den Gazimon, ist besiegt. On Play, on Deletion, wir kriegen eine Karte. Erster Chaos-Galamon-Effekt, wir kriegen das Tapiamon wieder. Greifen mit dem Devimon die Security an, verlieren noch ein Memory. Treffen auf Devimon, zweiter Effekt, es kommt wieder. Greifen mit Chaos-Galamon die Security an, alle Effekte aktivieren sich, wir bekommen plus 2000. Greifen mit ihm nochmal an, zerstören noch einen Rookie, wird's ausgespielt und damit haben wir das erste Spiel für uns gewonnen. Und ich würde sagen, das lief auf jeden Fall richtig gut. So, wir machen hier noch unser Setup. Und das Spiel ist eigentlich recht witzig, zumindest am Anfang. Mein Gegner entscheidet, dass er gerne. Er entscheidet, dass er anfangen möchte. Und. Erst das Spiel danach ist relativ witzig. Er spielt Devimon für 6, kein Rookie. Gibt mir natürlich Hoffnung, wir hat schon ein Gigimon. Digitieren das zu einem Demi-Devimon. Und ich sag mal so, meine Hand ist auch nicht unbedingt die beste. Aber wir können jetzt einen Wargreymon ausspielen. Geben unserem Gegner nur 2 Memory. Und haben nächste Runde aber für die Digitation auf Chaos Galamon direkt das Rookie aus dem Raising Area. Digitiert auf einen Lavramon. Auf einen Meramon. Jetzt fühle ich mich relativ sicher, der halt nicht aufs Mega-Level digitieren kann. Sei denn, er spielt das Chimera-Mon aus, klar. Und digitiert für 3 auf Black Wargreymon. Wir ziehen. Wir raisen. Wir digitieren auf Chaos Galamon ziehen. Nutzen den Effekt, zerstören das Demi-Devimon, um das Devimon zu schießen, kriegen das Demi-Devimon wieder. Er promotet das Black Wargreymon, nutzt den Digiburst-Effekt, um das Lavramon wiederzuholen. On-Play-Effekte werden nicht aktiviert. Digitiert für 1 auf Devimon. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich jetzt auch Hoffnung habe, okay, vielleicht kriege ich noch irgendwie Chimeramon ausgespielt oder sonst was. Spiel dann Gazimon aus, setzen uns auf 2. Matchen einen Yamon. Das wird zu einem Demi-Devimon. Und bis hierhin fühle ich mich eigentlich recht sicher, was so alles angeht. Greife mit dem Demi-Devimon an. Genau, um eben diesen Blocker herauszubaiten. Wir kriegen es ja wieder. Gucken wir nochmal die Hand an. Wir greifen den Blocker an. Und mit dem, wie wir jetzt Memory nutzen können, bin ich recht sicher, dass unser Gegner nicht aufs Mega-Level digitieren kann und angreifen kann. Digitieren noch für 1 auf das Devimon. Und spielen dann noch für 2 ein Candlemon aus. Unser Gegner hat dann den Demeramon, wird zu Demi-Devimon. Und bis jetzt würde ich sagen, haben wir ein recht gutes Feld. Da kommt der Iba für 2. Wir starten mit 1. Wir greifen nicht an. Weil eigentlich, um weiter pressuren zu können, wäre es ganz gut gewesen, wenn wir jede Runde trotzdem angegriffen hätten. Kommt aber auch immer auf die Hand an, wie es mit dem Memory danach aussieht. Ich digitiere für 3 in ein Omnimon Sword Defeat. Ja, und das ist ein riesiger Fehler. Ich zerstöre zwar den Aiba, habe aber gedacht, dass Omnimon Sword Defeat den Effekt hat, when attacking, dass wir den Level 6er wieder auf die Hand nehmen können. Ich habe keinen anderen Level 6er auf der Hand. Ja, Omnimon Sword Defeat hat keinen when attacking Effekt. Das ist halt nur Omnimon Sword. Und das ist jetzt echt scheiße, damit habe ich das Game gewippt. Denn ich hätte einfach jede Runde angegriffen, hätte mit einem Rookie angegriffen, hätte Pressure aufgebaut. So kriege ich meine Rookies halt nicht wieder. Ich kann so eigentlich nichts mehr machen. Greife an, stelle es wieder hin, in der Hoffnung, dass es irgendwo eventuell stirbt. Um halt noch was vom Gegner zu schießen. Wir decken ein Mat auf, was echt mega doof ist. Greife nochmal an. Treffe noch beim Meramon. Und ich würde eigentlich gerne andere Sachen machen. Muss aber diesen doofen Mat countern. Und damit, das war echt die Situation, wo ich das Game gewippt habe, was mich echt mega ärgert. So, Meramon für 1 und dann spielen wir selber noch ein Mad. Holen uns das Demi-Devimon wieder.
Das war ärgerlich. Für eins geht er noch auf Devimon. Guckt im Trash nach. Und das ärgert mich immer noch, dass ich hier einfach die Digimon verwechselt habe, wo ich sie vor mir hatte und mir durchgelesen habe. Denn mein einer Teil des Gehirns hat nämlich gesagt, digitiert auf Anubismon. Ein Teil meines Gehirns hat nämlich gesagt, ja Mann, voll gut. Damit kriegst du den Aiba weg, kannst damit besser Druck aufbauen. Auf der anderen Seite hatte ich aber dann den Effekt von Sword im Kopf. Das war einfach total dämlich. Schwört sich das Labramon wieder, da er damit, wie heißt es, On-Play-Effekte werden trotzdem aktiviert. Zieht eine Karte, trasht eine. Wir starten mit 3. Und jetzt wäre so... Ja, jetzt wird es schon schwierig für uns. Wir sind in einer deutlich schlechteren Position. Wir greifen mit Omnimon die Security an, nutzen den Effekt nicht. Also vom Black Wargromon. Der Gegner fragt noch kurz nach, was unsere anderen Digimon können. Wir treffen auf Omnimon Sword, sterben. Wir zerstören das Galmeramon. Und spielen dann für 6 noch ein Herzgate, um das Anubismon wegzukriegen. Versuchen, unseren Gegner halt irgendwie sehr, sehr niedrig zu halten. Er hätte schon einen Demi-Meramon. Und jetzt sieht es wieder ein bisschen ausgeglichen aus. Aber ich habe ja keinen Level 6er mehr auf der Hand. Wir bräuchten jetzt einen Taktimon, um die beiden Digimon da wegzukriegen. Trash wird gezählt. Was halt wichtig ist für Lilithmon Loop mit Jack Raid und wie sie nicht alle heißen. Spielt ein Jack Raid, kriegt ein Memory. Digitiert auf Meramon. Für 0 in ein Gabumon. Und hier wird mir ehrlich gesagt klar, gegen welches Deck ich überhaupt spiele. Und muss sagen, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen Brick-anfällig, wenn ich das so sagen darf. Digitiert auf Lady Devimon. Also er braucht halt echt viel Platz und da muss er ja an irgendwas anderem cutten. Und ich würde fast sagen, hätte ich das nicht irgendwie gewippt mit dem Omnimon Sport Defeat, hätte ich bis hierhin auf jeden Fall den Vorteil gehabt. Ich wirf 2 Lilithmon weg. Denn jetzt habe ich auch so ein bisschen das Problem, er kann jede Runde halt eine Option Card benutzen und damit eins meiner Rookies wegschießen. Wie sehr, sehr doof ist, digitiert auf Lilithmon. Zieht. Da 10 oder mehr Karten im Trash sind, kann er sich bis zu 2 Option Cards wiederholen. Ist nur einer drin, Jack Raid. Wir hatchen einen Gigimon. Ja, und jetzt langsam geht das Spiel für uns bergab. Hier noch ein Tapiamon. Überlegen, ob ich hier angreifen soll. Und irgendwie möchte ich pressuren, aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt nicht, dass er einfach mit dem Devimon, naja, da irgendwas macht. Auf der anderen Seite weiß ich auch, okay, es wird wahrscheinlich das Omnimon Sword kommen. Das ist schwierig. Man kann das halt nicht aufhalten, so doof es auch klingt. Also pro Jack Raid kriegt unser Gegner mindestens 3 Memory durch das Lilithmon. Digitieren für 3 auf Black Wargromon. Ich versuche hier noch so ein bisschen... Entschuldigung. Versuche hier noch so ein bisschen bereit zu gehen. Weiß aber auch, wie sinnfrei das eigentlich ist, da halt die Option gerade kommt, eins unserer Level 3 Digimon geht hops. Durch Omnimon Sword geht dann ein anderes Digimon von uns hops, nämlich das Chaos Galantmon. Nutze den Effekt, digitiere, schieße das Demi Devimon, schieße damit den Blocker. Ja, und die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass unser Gegner halt nicht die Karten auf der Hand hat, die er braucht. Aber naja. Schwierig. Startet mit 4. Vielleicht, wenn er mit weniger gestartet wäre, wäre es vielleicht noch machbar gewesen. Nochmal der Trash nachgezählt. So. Gegner spielt einen Jack Raid. Geht auf insgesamt 7 durch den Effekt von Lilithmon. Zerstört das Demi Devimon. Digitiert dann auf Omnimon Sword. Trash die obersten 3. Da ist noch ein Jack Raid reingegangen. Mega Digimon Fusion und Chimeramon. Kann die Buddies dann spielen.
So, und das Chimera-Mon ist halt jetzt so, er kann das Chimera-Mon ausspielen, kann mein Level, wie heißt das, kann mein Meramon killen, kann mit Omnimon Sword angreifen, Lilithmon auf die Hand nehmen, kann mein Chaos Gallantmon zerstören, kann, naja, dann das Chimera-Mon wieder auf Lilithmon digitieren, kann sich die zwei Option-Cards wieder zurückholen, bekommt dann durch das Lilithmon zu sich zwei Memory, On-Play-Effekt von Labramon aktiviert sich, zerstört es damit Chimera-Mon, greift an, nimmt den Level 6er wieder auf die Hand, zerstört unser Chaos Gallantmon, checkt dann eine Security, ist ein Chimera-Mon. Und ja, das ist der Punkt, an dem wir eigentlich nicht mehr rauskommen, weil Rookies 1 wird pro Runde mindestens gekillt. Und ja, überleg hier noch ein bisschen. Digitiert natürlich auf das zweite Lilithmon, beziehungsweise auf das gleiche Lilithmon, was sich auf die Hand genommen hat, holt sich zwei Jackraids wieder. Bekommt dann. Naja, gibt halt ab. Ich überlege, was ich hier noch tun kann. Aber aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich digitiere jetzt noch auf Devimon in der Hoffnung, irgendwas zu haben. Ich weiß, von der Security kann nichts sein, was mich retten kann. Außer eventuell andere Swords. Da, naja, dann sterben die wenigstens in der Security, aber das Lilithmon ist dann trotzdem auf der Hand. Ich gucke hier gerade noch die ganze Zeit, ob irgendetwas gibt, was ich machen kann. Warum ich die Runde hier eigentlich noch zu Ende spiele, weiß ich auch nicht, denn das sieht eigentlich recht unmöglich aus. Wie gesagt, ich muss dann halt den Matt irgendwie ausspielen, um einen Level 6er wieder auf die Hand zu kriegen, wobei ich auch nicht weiß wofür. Unser Gegner unsuspended, hedged. Nutzt das Gabumon. Er nutzt das Gabumon, digitiert auf Gabumon. Ja, Jackraid. Hat auf jeden Fall genug Karten, oder kann ja doch Karten im Trash, bekommt ein Memory plus zwei durch Lilithmon, ist damit wieder bei 6. Kann dann auf Lilithmon das Sword drauf digitieren. Kann sich dann den Jackraid wiederholen. Kann dann das nächste Digimon vorbereiten. Schon ein starkes Deck. Und naja, digitiert für eins noch auf Devimon. Und es wäre halt noch, wie soll man das sagen, hätte ich das vielleicht mit Omnimon nicht gemacht, wäre es nicht sicher gewesen, dass ich gewonnen hätte, aber ich hätte was anderes machen können. Greift damit an, ist ein Black Growlmon. Mein Gegner zählt hier noch, überlegt, ist vernünftig, dass er noch voll bei der Sache ist. Da er das Deck ja, naja, spielen muss, dafür er mehr Erfahrung kriegt, guckt sich aber noch alles an. Kommt dann noch zwei Memory für den Jackraid. Und ich sage ihm dann, dass ich ihn an dieser Stelle eigentlich nicht unterbrechen möchte. Aber wir können gerne ins nächste Spiel gehen, da ich aus der Nummer einfach nicht mehr rauskomme. Ja, das nächste Spiel haben wir angefangen. Das ist ein Draw geworden, der das Timeout halt war. Und dementsprechend möchte ich das halt nicht nochmal zeigen, weil das geht nur irgendwie 3 Runden oder so. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach über zum Fazit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die beiden Leader-Decks etwas näher gebracht. Ich muss leider ehrlich sagen, ich habe das eine Spiel, wo ich in Omnimon Sword Defeat digitiert bin, einfach komplett weggeschmissen. Das Chaos Gallantmon war leider das einzige Level 6er Digimon, was ich zu diesem Zeitpunkt auf der Hand hatte, als ich rein digitiert bin, habe auch erstmal kein neues nachgezogen und hatte halt im Hinterkopf, warum auch immer, dass Omnimon Sword Defeats When Attacking Effect ist, den er überhaupt nicht hat, dass ich meinen Level 6er wieder auf die Hand nehmen kann, um ein gegnerisches, unsuspended Digimon mit 12 Playcosts oder weniger zu zerstören. Und da fingen halt die Probleme sozusagen an, da ich keinen Level 6er mehr hatte und drüber digitiert bin. Und im Endeffekt hätte ich das halt anders machen sollen. Klar, es ist cool, dass ich den Aiba da wegbekommen habe, aber im Endeffekt wäre es besser gewesen, Chaos Gallantmon liegen zu lassen und dann wenigstens jede Runde mit dem Demi-Devimon angreifen, was ich wiederholen kann, wenn es stirbt. Das wäre die deutlich bessere Variante gewesen. Ob ich im Endeffekt damit gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall früher pressuren können. Und das wäre die deutlich bessere Variante gewesen, um es mal so zu sagen. Naja, das letzte Spiel ist dann im Timeout gewesen. Deswegen habe ich das hier auch ehrlich gesagt nicht mehr gezeigt, weil es ein Draw ist. Wir standen, waren damit 1-1-1. Und war zwar schade. Ich glaube tatsächlich, diese 5 Minuten, die uns von Anfang gefehlt haben, hätten den Unterschied machen können. Aber nun ja, geschehen ist geschehen. Und
Ja, das waren meine Evolution Cup Spiele. Unterm Strich war die Organisation meiner Meinung nach nicht so gut. Ja, daran müssten die Mannheim auch ziemlich arbeiten. Ich habe es jetzt nur von der Organisation her, von den Judges her und alles, schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Online-Events. Deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Wobei ich auch nicht sagen möchte, alle Online-Events, sondern es waren wirklich nur sowas wie die Regionals, Evo Cup oder sonst irgendwas. Also das, was von Bandai offiziell selber gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz waren es schöne Spiele, die ich dabei hatte, nette Leute kennengelernt. Und ich finde es halt immer noch schön, dass das Spiel generell so viel Anklang hat. Oder beziehungsweise noch so viel, was heißt noch, dass es so viele Leute spielen. Und ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut. Als nächstes kommt das Deck-Profile von dem Deck, wie ich es gespielt habe. Ich hoffe, es hilft eventuell noch dem einen oder anderen irgendwie sein Deck zu bauen. Und ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!